Sir!
Heiligen Gott. Ein wichtiges Aufgabengebiet unserer Organisation ist und auch zukünftig bleiben wird. 22 von 66 Nobelpreisträgern kamen aus Ostdeutschland. In zahlreichen Heimatstuben, insbesondere aber in den drei zentralen ostpreußischen Kultureinrichtungen, dem Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg, dem Kulturzentrum in Hellingen und im Museum der Ost- und Westpreußischen Stiftung in Oberschleißheim, wurde ostpreußisches Kulturgut gesammelt, um es für die Nachgeborenen bleibend zu erhalten. Der Kulturpreisveranstaltung der Landwirtschaft Ostpreußen, die zugleich die festliche Auftaktveranstaltung des diesjährigen Deutschlandtreffens der Landwirtschaft Ostpreußen ist, herzlich begrüßen zu können. Besonders begrüßen möchte ich den Präsidenten des Bundes der Vertriebenen und Mitglied des Bundestages, Herrn Dr. Fritz Wittmann. Lieber Herr Wittmann, ich weiß um Ihren Termindruck. Deswegen danken wir Ihnen ganz besonders, dass Sie Gelegenheit gefunden haben, heute an dieser Auftaktveranstaltung teilzunehmen und uns auch ein Grußwort zu sagen. Liebe ostpreußische Landsleute, gern bin ich dem Wunsch des Herrn von Gottberg gefolgt, zu Ihnen zu kommen und auch als Präsident des Bundes der Vertriebenen erstmals auf einem Großtreffen der Vertriebenen ein Grußwort zu überbringen, nämlich Ihnen, meinen ostpreußischen Landsleuten und Freunden. Meine Damen und Herren, für mich ist es eine Ehre, Ihnen die Grüße des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen übermitteln zu können. Nach den Treffen der Sudetendeutschen und Südostdeutschen bezeugt auch Ihr Deutschlandtreffen, wenn man so in den Saal sieht, ist es der Beweis dafür, die ungebrochene Lebendigkeit der ostdeutschen Landsmannschaften und Stämme. Man wird nicht an den Vertriebenen und ihren Verbänden vorbeikommen, wenn es um die künftige Gestaltung unserer Beziehungen zum Osten und um die Zukunft unserer Heimat geht. Meine Damen und Herren, Auszeichnung einer 1943 geborenen Schriftstellerin ist aber auch ein Beweis dafür, dass Ostpreußen und seine Kultur weiterleben. Die Landsmannschaft Ostpreußen würdigt Frau Helga Lippels schriftstellerischen Einsatz für Ostpreußen und ihre Bemühungen um ein gerechtes und persönliches Miteinander mit der Verleihung des Kulturpreises für Literatur. Frau Lippels.
sechste Urkunde. Die Landwirtschaft Ostpreußen verleiht Frau Helga Lippel aufgrund ihres schriftstellerischen Wirkens für Ostpreußen und die Ostpreußen sowie ihres Bemühens um ein gerechtes und friedliches Miteinander der Menschen den Ostpreußischen Kulturpreis für Literatur. Hamburg, den 1. Mai 1994, Unterschrift. Einen ganz herzlichen Glückwunsch auch im Namen des Bundeshauptstaates Ihnen, werte Frau Lippel. Besondere Ehre, dass ich heute hier im Rahmen des Ostpreußen-Treffens diesen Preis entgegennehmen darf. Für mich ist es der schönste und der wichtigste Preis, den ich bisher bekommen habe und ich bin sehr glücklich darüber. Und es ist auch ein Ansporn für die Zukunft, denn ich bin ein Ostpreußen und ich bin stolz darauf. Danke. Das Bildungserlebnis Kant, Hamann, Herder, die Begegnung mit Land und Leuten im Osten, haben ihm, den Niedersachsen Alfred Hamann, den wir heute mit der Verleihung des Ostpreußischen Kulturpreises für Wissenschaft ehren, seit seiner Jugend nicht mehr losgelassen. Nicht von ungefähr zitiert er in der Einführung seines wohl wichtigsten Werkes, Märchenwelt des Preußenlandes, 1973 erstmals erschienen, und 92 in dritter Auflage wieder herausgekommen, den Mohringer Herder. Zitat: Es ist, als ob die Vernunft alle Völker und Zeiten der Erde habe durchwandern müssen, um nach Zeit und Ort jede mögliche Form der Einkleidung und Darstellung zu finden. An uns ist es jetzt, aus diesem Reichtum zu wählen, in alte Märchen neuen Sinn zu legen und die Besten mit richtigem Verstande zu gebrauchen. Zitat Ende. Alfred Hamann ist einer dieser Männer, die um diesen Reichtum wissen. Die Landwirtschaft Ostpreußen verleiht Herrn Alfred Hamann in Anerkennung seiner volkskundlichen Untersuchungen und Veröffentlichungen und für seine herausragenden Leistungen bei der Bewahrung des geistigen Kulturerbes Ostpreußen den Ostpreußischen Kulturpreis für Wissenschaft. Hamburg, den 1. Mai 1994, Unterschrift. Verehrter Herr Hamann, im Namen des Bundesvorstandes, aber auch im Namen aller Ostpreußen, gratuliere ich Ihnen zu dieser Auszeichnung. Dank dem Vorstand, dank Herrn von Gottlieb als Laudator und auch Herrn Volker Schmidt, dem Bundeskulturreferenten, Ilse Silke Rossmann und in Bremen Heinrich Lohmann, Frieda Totenhaupt. Da unten sitzt Dr. Prengel, mit dessen Vater ich schon immer zusammengearbeitet habe in Bremen und auch Gerhard Knies in Bremerhaven. Wir sind da eine gute Gemeinschaft, auch in der wissenschaftlichen Arbeit. In der volkskundlichen Feldforschung geht es darum, den ganzen Hintergrund des Erzählens zu erschließen, um den Menschen, der da erzählt, singt und berichtet. Mein Dank gilt an Sie alle, liebe ostpreußische Schicksalsgefährten. Sie haben durch Ihre so hohe Präsenz hier bei der Veranstaltung dieser einen würdigen Rahmen gegeben. Herzlichen Dank. Ich bin dann ausgeweist, wollen wir da durchschauen?
Die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft ist gegründet worden 1992, im Frühjahr 1992. Und die Initiative ging von diesem jungen Mann aus, weil er sagt, er will mit den Russen dort zusammenarbeiten und will auch da helfen, dass das also ein Zusammenleben werden kann. Und durch seine Initiative ist dieser Herr Anatoli Sornjenko dazu gekommen, und er hat jetzt in Nehmann die russisch-deutsche Freundschaftsgesellschaft gegründet, die nach russischem Recht eingetragen hat. Und wir helfen einmal, zum Beispiel diese LKWs sind nach Nehmann gekommen, um dort zur Verfügung zu stehen. Wir haben im Sommer 1993, sehen Sie, jetzt haben wir hier eine Delegation von russischen Deutschlehrern, alle aus dem Kreis Nehmann haben zu Besuch gehabt, die hier hospitiert haben an einer deutschen Volksschule, Realschule, Gymnasium, um, wollen wir sagen, zu sehen, wie wird das bei uns auch die Berufsschule wurde. Dadurch ist ein Gedankenaustausch entstanden, der zum Verständnis, zum Völkerverständnis beitragen sollte. Russia ist eine ursprünglich als Altertumsgesellschaft gegründet worden, anlässlich der 300-Jahr-Feier der Universität Königsberg. Und die Russia hat auch immer einen gewissen Kontakt mit der Universität Königsberg gehabt, insofern als immer eine Reihe von Professoren, aber auch nicht speziell an der Universität tätigen Wissenschaftlern in der Russia tätig waren. Und ursprünglich nannte sich die Russia-Gesellschaft historischer Verein, dann später Altertumsgesellschaft, und sie hat sich ja auch, und da kommt mir sehr gelegen, dass wir jetzt neuerdings eine Karte Ihnen hier zeigen können, aus dem Schlossmuseum herstammt, wo die Russia eine große Ausstellung von archäologischen, aber auch heimatkundlichen Gegenständen vorweisen konnte. Sie hatte auch eine eigene Bibliothek, also hat in dem Raum zwischen strenger Forschung und, sagen wir mal, Laienforschung, wo es ja Lehrer gibt, Studienräte, die auch studiert haben, aber nicht eigentliche Forscher sind, gewirkt. Und so zum Beispiel diese Karte, die im Jahr 1908 hergestellt wurde und darstellt, was zu der Zeit in Ostpreußen an Ausgrabungen, an Gräberfeldern und Ringwällen und ähnlichen Dingen aus der Vorgeschichte Ostpreußens zu finden war. Die Russia hat verschiedene Zeitschriften herausgegeben, unter anderem auch die altdeutschen Forschungen oder altpreußische Forschungen. Und die sind da verborgen in der Vitrine. Und da ist dokumentiert worden, was eigentlich alles die Russia getan hat. Und das Erfreuliche ist zu sehen, dass auch die Jahrgänge, die im Kriege erschienen sind, keinerlei narzisstische, also nationalsozialistische Tendenzen erkennen kann. Das ist immerhin bemerkenswert. Es ist also auf keinen Fall irgendwie, was ja in Kaliningrad nur eine wichtige Bedeutung hat, irgendein rassistischer oder überhebliche Tendenz anderen Völkern gegenüber zu erkennen gewesen. Soweit ich es bisher gelesen habe. Nicht? Das ist natürlich das, was ich Ihnen sagen wollte. Und in der Nachkriegszeit ist die Russia 1973 wieder neu gegründet worden. Und wir mussten unsere, sagen wir mal, den Bereich der Russia sachlich gesehen etwas erweitern, weil wir bei der weiten Verstreuung der Deutschen, also Ostpreußen, von Kiel bis München ja nun ein anderes Angebot machen mussten. Und deswegen haben wir im vermehrten Maße auch die Heimatkunde mit einbezogen. Nicht, Gesellschaft für Heimatkunde, obwohl die Russia auch damals im Moskowitersaal schon heimatkundliche Dinge ausgestellt hat. Also Trachten, auch Fahnen, muss man sagen, nicht
vorgeschichtliche Kanonenwaffen, aber auch neuere Waffen aus bis Napoleon und Ersten Weltkrieg und so weiter. Mein Name ist Borowski, meine Eltern, meine Familie stammt aus Ostpreußen. Ich selbst bin in Hamburg geboren und 34 Jahre alt. Ja, erzählen Sie bitte über junge Landsmannschaft Ostpreußen. Was ist das? Die junge Landsmannschaft Ostpreußen ist die Jugendorganisation der Landsmannschaft Ostpreußen. Sprich, ein Teil unserer Eltern kommt aus Ostpreußen, der Familie kommt aus Ostpreußen. Viele haben aber auch das Interesse an dieser Landschaft. Dann der Geschichte, an der Kultur dieser Region, die ja im nördlichen Teil jetzt unter polnischer Hoheit ist oder beziehungsweise im nördlichen Teil unter russischer Hoheit. Aber die Geschichte dieser Landschaft interessiert das Land selbst. Wir machen Reisen nach Ostpreußen, Fahrten nach Königsberg, Fahrten nach Masuren und an die kurische Nährung. Das sind so die Sachen, die wir machen. Wir sind praktisch die Jugendorganisation der Landsmannschaft Ostpreußen. Wie meinen Sie, was ist das Hauptidee dieses Treffens? Die Hauptidee dieses Treffens ist natürlich einmal Erinnerung. Erinnerung an eine Landschaft, an eine deutsche Landschaft mit einer großen Geschichte, aber auch an einer europäischen Landschaft mit einer Zukunft, die ja sehr hoffnungsvoll ist. Gerade jetzt nach den Grenzöffnungen, nach dem Fall der Systeme, welche Zukunft hat diese Region, diese Landschaft? Es ist so viel möglich. Und diese Idee soll ja hier auch irgendwo Fuß fassen. Ja, danke. Представьтесь, пожалуйста.
я не могу давать интервью, потому что нет представителя, который этим занимается. Да, ну, пару слов о газете о вашей. Что это за газета и какие у нее проблемы основные, скажем так, и у кого она пользуется большей популярностью? И какие темы интересуют больше всего здесь, в Германии? Экспресс, она известна уже в Калининграде, потому что она издает... Der Königsberger Express ist die einzige deutschsprachige Zeitung, die im Kaliningrader Oblast erstellt wird. Die Zeitung wendet sich an die ehemaligen, nun hier lebenden Königsberger und an die Russlanddeutschen in Kaliningrad. Ihr Ziel ist es, ihre Leser über die aktuellen Ereignisse, über die Verhältnisse vor Ort zu informieren. Der Königsberger Express erscheint monatlich. Абонентные листы, потому что нам важно получить как можно больше читателей здесь, в Германии. Also, mein Name ist Annelies Kelch und ich arbeite für die Stadtgemeinschaft Königsberg und ich habe die Geschäftsstelle unter mir. Und erzählen Sie mir bitte über Stadtgemeinschaft Königsberg. Ja, die Stadtgemeinschaft Königsberg, das sind Königsberger, die sich nach dem Krieg zusammengeschlossen haben und haben einfach die 700-jährige Geschichte der Stadt Königsberg aufrechterhalten wollen. Und wir arbeiten alle ehrenamtlich, es ist also keiner beruflich tätig. Wir machen das einfach aus der Liebe zu unserer Heimatstadt Königsberg. Mein Name ist Lea Nass. Ich arbeite für die Stadtgemeinschaft seit ca. 25 Jahren. Und es macht mir immer wieder Spaß, wenn ich die vielen Menschen sehe, die sich hier treffen. Und es ist allerdings viel Arbeit. Wir haben gestern den ganzen Tag haben wir hier aufgebaut und heute sind sehr, sehr viele Gespräche entstanden. Es sind sehr viele Fragen gestellt worden, die wir dann beantwortet haben. Und wir hätten eigentlich gerne ein bisschen mehr Unterstützung gehabt. Wir haben hier sehr viel alleine gearbeitet. Bis morgen. Es ist immer ein Alles Treffen, klar. dass jeder hofft, noch alte Klassenkameraden oder alte Nachbarn wiederzufinden. Deshalb haben wir auch die Tischreihen in Stadtteile aufgeteilt und wir haben auch die Schulen beschildert, dass die Schulen sich zusammensetzen können. Und es finden immer wieder Treffen statt, das hat eben alte Königsberger sich nach so und so vielen Jahren wieder treffen. Ja, mach du mal jetzt. Und Sie? Sind Sie? Die Ursula Zimmermann von der Stadtgemeinschaft auch, gehöre auch zum Stadtausschuss. Sind Sie geboren in Königsberg? Ich bin doch gebürtige Königsbergerin und mache deshalb auch humanitäre Hilfstransporte seit 1991 nach Königsberg. Gehöre zur Gruppe Hamburg der alten Königsberger. Ja, gut. Danke, danke schön. Ich heiße Frithjof Berg. Ich bin in Königsberg geboren, habe dort meine Jugend verlebt und bin danach in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine Gemeinschaft der früheren Königsberger, aber auch anderer Menschen, die mit Königsberg etwas zu tun haben. Und die nennt sich diese Gemeinschaft Stadtgemeinschaft Königsberg. Ich bin der Vorsitzende der Stadtgemeinschaft Königsberg und beim diesjährigen Treffen der Landsmannschaft Ostpreußen in Düsseldorf sehen Sie hier einen großen Stand der Stadtgemeinschaft Königsberg, der von Königsbergerinnen betreut wird. Und die Damen, die Sie hier gesprochen haben, gehören auch sozusagen zur Regierung der Stadtgemeinschaft Königsberg. Sie sind im Stadtausschuss der Stadtgemeinschaft. Wie meinen Sie, was ist Hauptidee dieser Treffen? Da gibt es sehr, sehr viele Beweggründe für die Menschen. Wir haben früher in Königsberg, so wie Sie heute, zusammengelebt, in derselben Straße. Wir sind in dieselbe Schule gegangen, wir haben in Chören gesungen, wir sind gewandert, wir sind zum Baden nach Kranz gefahren, unsere Eltern natürlich auch. Und das ist uns verloren gegangen und das hat uns dann hier zunächst in der Bundesrepublik zusammengeführt. Der Schmerz über den Verlust der Heimat und das Suchen nach alten Freunden, nach alten Bekannten. Das ist das eine. Aber das ist nun schon Jahrzehnte her.
Und jetzt gibt es natürlich auch ganz andere Gründe. Seitdem Königsberg nicht mehr Sperrgebiet ist, sondern offen ist für Besuche, es sind sehr viele Freundschaften zwischen Deutschen und Russen, Russen und Deutschen entstanden. Und wir fühlen, dass diese Stadt uns gemeinsam verbindet, dass sie Schicksal für uns ist und sehr, sehr viele Aufgaben für uns enthält. Für die Russen, aber auch für die Deutschen. Und ich möchte eins jetzt an dieser Stelle sagen, in diesem Jahr wird ja Ende September eine große Veranstaltung stattfinden zum Gedenken an die Gründung der Universität Königsberg vor 450 Jahren. Und das ist eine Sache, die auf der deutschen Seite unter anderem von der Stadtgemeinschaft Königsberg im Einvernehmen mit den russischen Freunden in Königsberg durchgeführt wird.
auf der Damenküste vorstellen. Das haben dann, das kennen Sie ja alle, da liegt der Bernstein so rum. Als nächstes möchte ich Ihnen ein paar Ostpreußen-Kleider zeigen. Die Ostpreußen-Kleider gibt es in Ostpreußen in verschiedenen Farben, in Rot, in Blau, in Grün. Dann möchte ich Ihnen die Tracht des Moosbruches zeigen. Das ist auch eine sehr schöne Tracht mit einem schwarzen Nieder. Und als letztes die Tracht der 3000 Seelen, der über 3000 Seelen. Das kann ja nur Maturen sein, das ist unsere Maturen-Tracht. Das ist die Taube von Vorsitzenden. Vielen Dank, Frau Dombrowski. Ich darf dazu noch erwähnen, diese Kostüme sind natürlich alle selbst genäht. Sie sind alle sehr kostbar und teuer. Und ich habe mir sagen lassen, so ein wunderschönes Kostüm kostet nach so zwischen 800 und 1000 D-Mark. Toll, ne? Und dazu sind natürlich die Damen unserer Dichte aus Kostüme. Und die Menschen.
Der Sinn unseres Gedenkens ist es, den Finger in offene Wunden zu legen. Es ist hohe Zeit, das Übel dort anzupacken, wo es seinen Ausgang genommen hat, an dem Sündenfall von 1945. Wer Gewalt gegen wehrlose Zivilbevölkerung, Massenaustreibung und Völkermord verurteilt, muss auch verurteilen, dass dies 15 Millionen Deutschen widerfuhr, von denen an 2 Millionen ihr Leben lassen mussten. Wir appellieren an alle, Deutsche und unsere Nachbarn im Osten. Dort, wo noch deutsche Volksgruppen den Genozidversuch von 1945 überstanden haben, ist der Ort der Bewährung. Setzt euch ein für ihre Rechte. Sichert ihnen kulturelle und politische Autonomie. Gewährleistet ihr Weiterbestehen. Was bedeutet für Sie diese Aktion? Ja, ich bin deutscher Journalist aus New York, Amerika. Bin gerne hergekommen, wie alle 3 Jahre und so. Und für mich ist ein Bekenntnis zur Heimat, eine Verbundenheit mit der Heimat, an die wir nicht vergessen können. Wir wissen, dass wir bei solchen Veranstaltungen am Schluss entweder einen Zapfenstreich machen oder einen Mahn mal setzen in Erinnerung an das, was geschehen ist, aber nicht dabei an Vergeltung oder solche Rachegefühle wecken. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen daran erinnern, dass das, was geschehen ist, niemals wieder vorkommen soll. Danke. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Kleiner?